I'm sexy and I know it. Willkommen wieder zurück hier in der sexy-mäßigen heißen Wüsten-Gerudo-Stadt. Und irgendwie sind die Leute hier immer noch in Aufruhr, auch wenn wir schon längst Warner Boris besänftigt haben. Es gibt immer noch einige Probleme hier in der Stadt, die wir erstmal alle beseitigen müssen, bevor uns Ritschu den Donnerhelm ausleiht. Und eine Sache, die mich persönlich eh ziemlich ärgert, dass es hier in dieser Stadt sowas überhaupt gibt. Es gibt jemanden, der hier das Wasser verschmutzt. Einen Umweltsünder. Steht sogar im Tagebuch, der Umweltsünder. Talia will ein Obstfeld anlegen, aber irgendjemand wirft seinen Abfall immer in die Wasserstelle und macht so Talias Fortschritte zunichte. Was für ein Schuft würde so etwas nur tun? Denn nun, ich habe mich schon schlau gemacht, wer das ist. Und ich weiß gar nicht, habt ihr diese Person eigentlich schon mal gesehen? Ich glaube nicht, aber ich bin ihr eigentlich schon mal begegnet. Und zwar sitzt irgendwo hier oben. Man muss eigentlich quasi nur logisch denken und dem Wasserverlauf folgen, weil das Wasser ja von oben kommt. Irgendwo hier oben sitzt nämlich jemand rum. Und ich glaube sogar hier hinten. Ja, seht mal da. Das ist auch schon der Umweltsünder, oder besser gesagt die Umweltsünderin. Die sitzt nämlich den ganzen Tag hier rum und frisst Melonen. Und seht ihr, da treibt das auch rum. Hier. Da war gerade ein Stück Melone im Wasser. Mampf, Mampf. Alter, sag mal, wer bist du denn? Caliban? Für die Taliban-Caliban, was ist los? Was soll das? Bei deinem Anblick vergeht mir der Appetit. Verzieh dich. Es ist so. Wie, Abfall? Eine kleine Weiß ganz traurig deswegen? Was soll denn das so plötzlich? Ich kann ja wohl machen, was ich will. Sieh mich nicht so an. Schon klar, ich verstehe. Aber dafür musst du meinen Wunsch erfüllen. Ich würde so gerne Wildbeeren essen. Und wenn es nur einmal in meinem Leben ist. Wenn du mir Wildbeeren bringst, dann esse ich auch keine Melonen mehr. Ich verspreche es. Einverstanden. Wildbeeren wachsen in den verschneiten Gebieten der Gerudo-Hochebene. Dort gibt es viele steile Hänge und man kann sie nur schwer pflücken. Deshalb sind sie so schwierig zu bekommen. Nicht mal auf dem Markt gibt es welche. Ach ja. Die Dinger sind recht klein, also wäre eine einzelne allenfalls für den hohlen Zahn. Mal überlegen. 10 Stück sollten schon reichen. Also sollten es schon sein. So, der Umweltsünder. Moment mal, ich habe, glaube ich, mehr als genug dabei. Mal gucken, ich war ja zuletzt eben auch in der Gerudo hochheben und ich habe 28 Wildbeeren. Bitch, please. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein paar Essensreste solchen Schaden anrichten würden, aber so leid mir die Kleine auch tut, ich kann die Melone nicht aufgeben, wenn du mir nicht 10 Wildbeeren bringst. Ich habe hier was. Was, wirklich? So süß. Das sind also Wildbeeren. Die schmecken gut und machen beim Essen kaum Abfall die perfekte Frucht. Wenn ich die habe, kann ich auf alles andere verzichten. Das mit der Kleinen tut mir wirklich leid. Ich habe jetzt gemerkt, was ich mit meinem Egoismus angerichtet habe. Ich werde hingehen und den Abfall aufräumen. Du hast mir wirklich die Augen geöffnet. Sag, sag. So, neuer Zielpunkt. Wenn die das nochmal macht, dann landet sie selber in einem Sarg. Deswegen hoffe ich, dass sie sich auch weiterhin daran hält. So, jetzt muss ich mit dem kleinen Mädchen natürlich nochmal sprechen und dann bekomme ich eventuell eine Belohnung. So, und bezüglich hier oben, es gibt ja hier ein paar Gerudo-Frauen, die immer wieder gerne einen trinken in der Durststreckenbar. Und eine von denen weiß tatsächlich das Passwort für diesen besonderen Laden, für diese eine Geheimtür. Nur müssen wir die irgendwie belauschen, weil wenn wir selber irgendwie da daneben stehen, ist es immer so verziedig und so und wir sagen nichts und das werde ich gleich als nächstes machen. So, yippie, die freut sich schon voll. Ah, fremde Sabak. Hör zu, eine nette Weih hat mir geholfen, mir den ganzen Abfall wegzuräumen. Jetzt fließt das Wasser wieder wie vorher. Du hattest von dem Abfall hier erzählt, oder? Sag, sag. Und noch was, die Weih hat mir Frostmelonen geschenkt. Hier, ich gebe dir auch was ab, weil du mir so nett geholfen hast. Ja, Frostmelone, dankeschön. Ach ja, von den Weih hier, die aufgeräumt hat, habe ich sogar noch Wildbeeren bekommen. Die habe ich gleich auf dem Feld angepflanzt. Jetzt habe ich ein Wildbeerenfeld. Du kannst gern jederzeit welche davon essen, wenn du möchtest. So, der Umweltsünder. Geschafft. Ja, wir haben auch mal was für die Umwelt getan. Das freut mich. So, jetzt gleich zur nächsten Quest. Zur nächsten Aufgabe hier. Alter, ist das eine lange Liste, was ich alles noch machen muss, ey. Das ist irre. So, nee, das auch nicht. Hier, Geheimniskrämerei. Okay, das kann ich gar nicht aktiv schalten, aber ist egal. Geheimniskrämerei. Die Boutique Wüstenblume hat einen geheimen Hintereingang, durch den nur Mitglieder gelassen werden, die eine geheime Parole kennen. Wenn jemand eine falsche Parole nennt, darf er es am nächsten Tag erneut versuchen. Na gut, das ist schon sehr lange her, dass ich das mal probiert habe. Da wusste ich ja das Passwort gar nicht. Aber, wie gesagt, hier gibt es eine Gerudo-Frau, die die Parole kennt, aber die will sie uns natürlich nicht verraten. Und zwar sitzt die hier. Ja, ich habe jetzt endlich das Passwort für, du weißt schon was. Echt jetzt? Ein ziemlich verrufener Ort, wenn du mich fragst.
Trotzdem interessiert wäre ich schon. Das Passwort lautet... Hey, warte mal. Hey, du da. Stell nicht einfach da herum, belauschen das ganz reißende Gespräch. Verzieh dich. Ja, also wie gesagt, so erfahren wir das Passwort natürlich nicht. Aber wenn man mal genau hinguckt, das benachbarte Haus hat ja Fenster. Und ich glaube, genau so muss man das auch machen. Man muss in das Nachbarhaus hier reingehen und die Damen hier einfach durch das Fenster belauschen. Ist zwar ein bisschen dreist, aber anders geht's wohl nicht. Zuhören. Was wollte eigentlich diese Lianische Wei eben? Egal, komm schon, Jaido, erzähl. Oh, stimmt ja, das Passwort. Das lautet GGC. Ich habe gehört, wie Saiga es erwähnt hat, also muss es stimmen. GGC und dann noch Raute oder irgendwie so? Was soll das denn heißen? Oh, verstehe. Es geht um den Gerudo Geheimclub. Also ist das Passwort GGC, aber was bedeutet das Rautezeichen da am Schluss? Wer weiß? Okay, GGC und ein Rautezeichen. Wo war jetzt nochmal die Tür? Ich habe keine Ahnung mehr, wo die Tür eigentlich war. Ich glaube, die war irgendwo hier hinten. Oder... Nee, nicht direkt hier. Nö. Sandraum will ich jetzt auch keine. Wo war denn das nochmal, Leute? Das war irgendwo außen. Ich glaube, das war sogar auf der anderen Seite. Das war gar nicht hier, das war drüben. Genau gegenüber, bilde ich mir ein, war diese Tür. Irgendwo hier hinten. GGC und Raute. Oder wie auch immer man das nennt. Das ist doch dieses eine Kartensymbol. Ist das nicht eigentlich Karo? Das heißt doch Karo, nicht Raute. Karo. Ist das nicht das hier? Ja, Passwort. Haha, da ist es ja schon. Also G. Und weiter. Nochmal G. Und danach C. Und was kommt zuletzt? Das da. In Ordnung. Ihr dürft hinein. Yes! Wir haben es richtig. So, was ist das jetzt hier für ein Laden? Hallöchen? Ja, euch habe ich hier noch nie gesehen. Ein neuer Gast macht hier seine Aufwartung. Wenn ihr nicht zu viele Fragen stellt, stelle ich auch keine. Ihr seid jetzt Mitglied hier, so möchte ich euch für euren Besuch danken. Geheimnis Krimre, geschafft. Alter, was verkaufst du denn hier? Wüstenbeinschutz. Was? Wüstenschulterschutz? Und Wüstenstirnschutz. Gibt es das nicht eigentlich in Taburasa günstiger zu kaufen? Kann das sein? Die eine, die da hingezogen ist und die Dunster geheiratet hat, die bietet das doch auch an. Aber was ist das hier hinten, bitte? Oh Gott, was zum... Oh, das ist ja das ganz Besondere. Man braucht Leuchtsteine, um es herzustellen. Wenn ihr euch danach verlangt, fertige ich es euch an, wenn ihr mir die benötigten Materialien bringt. Eine kleine Gebühr wird natürlich auch fällig. Was zum... Leuchtmaske? 800. Leuchtanzug auch 800 und Leuchthose ebenfalls 800. Benötigt jeweils 3 Leuchtsteine. Super, ich habe nur 6 davon. Was soll das überhaupt bringen? Leuchtet das dann im Dunkeln? Völlig fluoreszierende Rüstung? Was soll ich damit? Okay, naja, vielleicht irgendwann mal später. Aber wie gesagt, das da, will ich mal, das kriege ich doch in Taburasa billiger. Aber gut zu wissen, dass es hier diesen besonderen Laden gibt. Jetzt komme ich ja hier sowieso immer rein. Witziges Passwort, Gerudo Geheimclub und dann noch dieses Karo-Zeichen. Okay, wieder was geschafft, aber es geht noch weiter. Und zwar... Alter Schwede, warum ist hier so viel noch offen? Das ist ihre... Die Suche nach Barretta und das Moldora-Herz. Ich glaube, ich mache erstmal das hier. Die Suche nach Barretta. Barretta ist wieder verschwunden. Sie wollte ein Riesenfossil im Südwesten untersuchen und ist nicht wiedergekehrt. In dieser Gegend treiben sich nicht nur Moldora-Unwesen, man benötigt sogar Spezialkleidung, um in der extremen Hitze zu überleben. Verwende deine Karte, um nach Barretta zu suchen. Das kann ja logischerweise dann auch nur hier unten sein, beim Habakai-Schrein, weil hier ist das Exil der Drachen und hier ist dieses Gerudo-Riesenfossil. Das heißt, sie kann eigentlich nur hier sein. Wie gut, dass ich schon hier war, weil hier ist ja die Quelle der großen Fee. Also, Teleportation! So. Und jetzt ist die Frage... Ist sie hier oder... Oder nicht? Warte mal, da ist eine Robbe. Doch, da vorne ist sie, glaube ich. Da vorne ist sie.
Und mir ist aber gerade auch irgendwie ein bisschen zu heiß. Oh wei, oh wei, oh wei, ich muss irgendwas essen. Ja, da ist sie. Ich hab dich gefunden, Baretta. Was machst du denn hier draußen? Ist doch viel zu heiß. Bist du eine Fee? Oder ein Götterbote, der mich in den Himmel mitnimmt? Ich kann gar nicht richtig sehen, das ist wohl das Ende. Reiß dich zusammen. Wenn ich nur noch einmal eine Maxi-Durian essen könnte. Maxi-Durian. Maxi-Durian. Na super, ich hab doch gar keine dabei. Maxi-Durian, sie scheint solch eine Frucht essen zu wollen. Ja, die sind in der Wüste zusammengebrochen. Wiederhol im Fieber immer nur das Wort Maxi-Durian. Ach, so eine Scheiße. Ich hab doch jetzt gerade gar keine dabei, oder? Nee. Wo kriegt man nochmal Maxi-Durians her? Wartet, ich glaube, ich weiß wo. Wartet mal. Die gibt's doch billig mehr in den Dschungel von Firone. Turm des Sees? Nee, hier, Firone-Turm. Ich glaube, die gab's da doch an den Palmen. Da muss ich da mal ganz kurz hin. Teleportation! Ich bilde mir ein, dass es die doch hier gibt. Bei den Palmen da drüben. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder ein paar von diesen Trotteln hier verscheuchen. Da seht ihr, da liegen sie ja jetzt schon rum. Ich hab schon welche. So, stirb. Und du stirbst auch. So, hab schon welche gefunden. Kann mich schon wieder verpissen. 3 Stück. So, Maxi-Durian, Königin der Früchte, gefürchtet wegen ihres starken Geruchs, besitzt einen starken Heilungseffekt und füllt das Kochzutaten Herzen über das Maximum hinaus auf. Na, das war jetzt mal ultra leicht zu finden. Zum Glück war ich ja hier schon, also gleich wieder zurück zu Baretta. Da habe ich ja nochmal großes Glück gehabt. So, bevor der Hitzeschutz wieder vorbei ist, gebe ich ihr das natürlich jetzt ganz, ganz schnell. Sonst schickt die Hitze die arme Baretta noch auf die Bretter. Gut, Götter, bevor er mich abholt, lasst mich noch einmal Durian essen. Maxi Durian, nur ein bisschen. Hier, bitte. Ah, du bist meine Rettung. Es war wirklich dumm von mir, in dieser Ausrüstung herzukommen. Obwohl, du hast es ja auch geschafft, so ganz ohne Schutzkleidung. Ach, ich fühle mich jetzt immer noch etwas schwach. Ich werde mich hier noch kurz ausruhen, bevor ich zurückkehre. Mach dich gefasst. Du meinst, die anderen sind wütend auf mich? Dann haben sie bemerkt, dass ich weg bin? Oje, oje, oje. Dann sollte ich mich wohl beeilen. Bis dann. Savork. Gut. Ja, wir müssen natürlich jetzt noch selber Bericht erstatten, also zurück nach Gerudo-Stadt. Ich wette, Baretta kriegt jetzt gleich megamäßigen Anschiss von den anderen. So, wer kommt denn hier angelatscht? Vorsicht, Sonnenbrand. Wer bist denn du nochmal? Ah, ich würde ja gerne meine Gerudo näher kennenlernen. Rein geschäftlich versteht sich natürlich. Darum hat es mich hierher verschlagen. Aber weiter an die Stadt herankommt man als männlicher Händler schlecht. Na, dann wollen wir mal Handel treiben. Damit das gleich. Bei mir gibt es nur Zutaten, keine Fertiggerichte. Ach so, stimmt ja. Der Typ, der nur totalen Unsinn hat. Was soll ich denn mit dem ganzen Quatsch? Nö, tschüss. Gute Reise. Ja, ja, die auch. Oder auch nicht. So, sorry. Hab keine Zeit. Ich hab's eilig. Ich will mir diese Moralpredigt nicht entgehen lassen. Hoffentlich reißen sie nicht gleich den Kopf ab. Ich meine, sie hat's doch nicht bös gemeint. Warum gehe ich eigentlich immer auf die falsche Seite? Mann, die sind doch hier drüben. So verwirrend sieht alles gleich aus. So, da sind sie jetzt wieder alle. Ihr Versager! Na oh, du bist wirklich eine mutige Wei. Baretta hat uns alles erzählt, wie du sie gefunden hast, meine ich. Du warst der heldenhafte als jeder Wei, hat sie gesagt. Wenn du eine Gerudo wärst, müsstest du unbedingt in unsere Einheit beitreten. Sieht jedenfalls so aus, als wäre ich davon gekommen, ohne dass die Kommandantin mir den Kopf abreißt. Du bist sicher erschöpft, oder? Hier, nimm das zum Banken, kauf dir irgendetwas auf dem Markt. 100 Rubine? Da sage ich mal recht herzlich Danke.
Die Suche nach Baretta ist ebenfalls jetzt geschafft und jetzt bleibt so gesehen ja nur noch mehr das mit diesem Moldora-Herz, aber das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Irgendwo, wo war denn das jetzt nochmal? Hier, genau, das Moldora-Herz. Marlena sagt, dass nur ein Moldora-Herz die Krankheit ihres Mannes heilen kann. Moldoras reagieren empfindlich auf Erschütterung, greifen alles an, was sich ihnen nähert. Sie will ihrem Mann helfen, aber hat allein keine Chance gegen so ein Ungetüm. Ich habe selber auch noch nie einen gesehen. Sollen aber eben hier bei den Tormadünen sollen die leben, unter anderem. Also werde ich mir hier einfach mal eine Markierung setzen. Und mich dann gleich auf die Säckchen machen. Ich werde schon irgendwie mit so einem Vieh fertig werden. Ich habe... vor allem, ich werde natürlich auch vorher mal versuchen, wenn ich irgendwie die Gelegenheit habe, es auch zu fotografieren. Aber jetzt mache ich schon alles der Reihe nach. So, also irgendwo da westlich sind diese Tormadünen. Und da ich ja jetzt die Sandstiefel habe, ist das überhaupt sehr, sehr praktisch, weil dann brauche ich mir keine Sandrobe leihen. Dann kann ich auch zu Fuß gehen. Was ist denn jetzt los? Du hast auch noch eine Quest? Der Sturm wütet wieder. Ich konnte den Titan vor... Ich konnte den Titan von hier nicht sehen, aber mir wurde gesagt, dass er jetzt weit weg ist. Keine Ahnung. Aber ohne den Titan drohen jetzt Monster und Sandstürme. Die Alten wussten schon, warum sie ihre Schätze da draußen versteckt haben. Sie zu suchen ist einfach zu gefährlich. Und wahrscheinlich ist das mit den Schätzen auch nur eine Legende. Schätze? Viel mehr weiß ich auch nicht. In der Grudewüste gibt es Statuen, die vielleicht zu den alten Ruinen gehören. Angeblich weisen die Statuen den Weg zu einem verborgenen Schatz. Aber das ist nur ein Aberglaube. Und selbst wenn es so wäre, sein Sandstimmen wimmelt immer nur so von Monstern. Ich würde das Risiko nicht eingehen. Schweigende Statuen. Ah, da haben wir sogar noch eine Schreinquest bekommen. Vielen Dank, Laina. Vielen, vielen Dank. So, okay, dann ziehe ich mir jetzt aber, wie gesagt, jetzt mal hier. Wo habe ich sie denn? Wo sind meine... Da sind sie, die Sandstiefel. Wertvolle Stiefel, eins in Garude genutzt, wenn es Solo verhindern, eins im Sand und möglichst normale Fortbewegen in der Wüste. Sandtempo hoch. Und jetzt kann ich ganz normal auf dem Sand laufen, als wäre es normaler Untergrund halt. Okay, also man sieht ja auch immer schön, die Statuen zeigen mit ihrem Schwert in eine bestimmte Richtung. Und irgendwo da drüben... Ich meine, man sieht es ja quasi eigentlich auch hier. Das sind ja die Westgerude-Ruinen, also wahrscheinlich ist da dann irgendwo ein Schatz. Oder vielleicht auch hier hinten, das wird das ein Skelett. Irgendwo wird das schon was sein. Aber im Moment geht es mir mehr um den Moldora. Ich bin echt gespannt, wie dieses Vieh überhaupt aussieht. Ich habe ja noch nie eins gesehen. Aber so viele soll es von denen, glaube ich, auch laut eurem Reden gar nicht geben. Aber na gut. Irgendwo wird jetzt wahrscheinlich dann schon eins auftauchen. Es ist zwar, na, es ist noch ein Stück zu den Tormadünen, aber es wird sich ausgehen. Ich hoffe, das kriege ich in dem Part noch hin. Hier liegen einfach mal Frostmelonen so rum. Wie geht denn das überhaupt? Ich meine, hallo, die wachsen mitten auf dem heißen Wüstensand. Da haben wir noch eine kleine Oase. Was kommt denn... Achso, wollte schon sagen, was kommt denn da? Du bist hier nur so ein blödes Echsenvieh. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich es mitkriegen werde, wenn ein Moldora auftaucht. Wenn die wirklich so riesig und gefährlich sind, wie die Gerudos sagen, dann werde ich es schon bemerken, wenn eins da ist von diesen Viechern. So, komm, bisschen schneller. Jetzt habe ich ja maximale Ausdauer, jetzt kann ich schön lange laufen. Rein theoretisch, ich hatte mir doch mal... Wo habe ich das denn nochmal? Hier unten. Obwohl, das ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das reicht auch. Spult Wildgemüse. Jetzt kann ich noch schneller rennen. Vollgas. Jetzt bin ich noch schneller. Könntest du wohl freundlicherweise mal aufhören, hier so blöde rumzuhopsen? Das nervt. Thank you.
Oh, Leute, es kommt einer. Da ist er. Irgendwo da vorne. Gerade wurde mir ja angezeigt. Jetzt ist er wieder weg. Doch, da vorne. Ich sehe es doch, wie sich da was im Sand bewegt. Ja, Turmadüne Moldora. So, die Viecher haben jetzt gerade sehr genervt. Oh mein Gott. So, jetzt muss ich aber... Ach ja, jetzt ist Link wieder kalt, weil jetzt ist ja Nacht. Ne? Jetzt ist ja gerade, ne? Ist auch ein bisschen komisch, oder machen wir lieber so. Oh Gott, was soll ich gegen das Vieh überhaupt machen? Erstmal muss ich es sehen. Erstmal muss ich dich sehen. So, was? Da kommt es. Schnell rauf. Na, was ist los? Das ist der Schiss? Ja, das haut ihr wieder ab. Was soll das denn? Komm gefälligst her, ich brauche mal ein Foto von dir. Auch wenn ich damit rechne, dass du pottenhässlich bist. Du Scheiße. Jetzt sind wir voll... Wir sind voll Mifas Geist. Egal, ich habe den Eintrag trotzdem bekommen. Alter, einfach mal sofort wiederbelebt von... Alter, was ist das denn? Moldora. Dieses walähnliche Ungetüm gräbt sich durch die Wüste. Normalerweise hält es sich unter der Erde auf, aber wenn es ein Geräusch vernimmt, stößt es aus dem Boden, um die Geräuschquelle zu verschlingen. Triffst du auf eins dieser Wesen, sollte jeder Schritt wohl überlegt sein. Verfügbare Materialien, Moldora Flossen und Moldora Herzen. Ich brauche ja das Herz. Haha! So, jetzt habe ich dich, du Missgeburt. Jetzt fotografiere ich dich nochmal. Oh Gott, ist das hässlich. So. Und austauschen. Oh Gott, wie kann man... Was ist das? Nee, Elektroschwert. Ich weiß nicht, was soll ich denn nehmen? Hier das Chimärenschwert oder vielleicht mal den Bergspalter von Daruk oder einfach mal den Gerudezwein. Ich will nicht so geile Waffen schon verschwenden. Alter, ist dieses Vieh vielleicht riesig fett, hässlich und igittigit. Hält aber auch ganz schön was aus. Oh Gott. Wie kann man nur so hässlich sein? Oh! Und vor allem, wie kann man so stark sein? Okay, ich kann es aber theoretisch sogar anhalten. Mit meinem Modul Plus. Woher bringt das überhaupt was? Bringt das was, wenn ich es eigentlich... Kann ich es einfrieren oder kann ich mit Bomben fällen? Ja, das tut auch weh. Ha, da kommt es nämlich aus dem Sand raus. So. Na, warte. Jetzt schlitze ich dich auf. Du gibst mir das gefälligst dein Herz. Okay, dieses Vieh ist schon eine Klasse für sich, das muss ich zugeben. Aber ich bin ja nicht verrückt. So, okay, das heißt, das Vieh kann man einfach mit Bomben aus dem Sand rauslocken. Oder auch mit Bomben feilen. So, dabei ist natürlich immer schlau, wenn ich hier oben bleibe. Alter, ist das nicht mal richtig hässlich?
Aber es ist so richtig pottenhässlich. Alter Schwede. So, Moldora-Flosse. Stabile Rückenflosse einer Moldora. Sie kann als Medizinzutat verwendet werden, doch vielleicht gibt es auch jemanden, bei dem man sie eintauschen kann. Okay. Ganz, ganz viele Flossen. Und sogar drei Herzen gleich. Na, umso besser. Und noch eine Schatztruhe obendrauf. So, Moldora-Herz. Ein seltener Fund nach einem Kampf gegen eine Moldora. Man kann es als Zutat für Medizin verwenden, doch soll es noch andere Verwendung geben. Ja, gut, dass ich gleich drei bekommen habe. So, und hier? Was haben wir hier noch drin? Königszweihänder mit Weitwurf. Geil. Der hat sogar noch eine Schatztruhe gefressen, dieses Riesenvieh. Richtig heftig. Alter, Leute, mein allererster Moldora. Aber der hat ganz schön ausgeteilt. So, bevor ich den Part natürlich jetzt beende, zurück nach Gerudo-Stadt. Holy shit, also ich muss zugeben, das Vieh war jetzt echt mega heftig. Das hat erstens mörderisch viel Schaden gemacht und, ja, ziemlich riesig, ziemlich hässlich natürlich und mordsgefährlich. Kann schon verstehen, warum sich sogar Gerudo-Krieger mit denen lieber nicht anlegen. Oh mein Gott, ey, also das war ja, das hat mir schon einen kleinen Schrecken versetzt hier. Wo war denn jetzt? Hier drin, glaube ich. Genau, kann keiner helfen. Marlena, diese Krankheit, wir werden sie besiegen. Achso, nee, jetzt muss ich ja wieder warten. Es ist hier wieder Nacht. Kleinen Moment. Ich habe sogar Mifas Gebet hat sich aktivieren müssen, um mich zu retten, weil sonst wäre ich wahrscheinlich abgekratzt. So, hier sind ja zwei Herde, die man anzünden kann, sogar Vox. Habe ich anfangs auch nicht gleich gesehen, weil ich das gar nicht als das ausgenommen habe. Gut, wir warten bis mittags. Dann ist er auf jeden Fall wach. Gut, also, dann spreche ich noch ganz kurz mit ihr und dann muss ich den Part aber eh beenden. Ich glaube, der hat schon wieder ein bisschen Überlänge, sorry. Aber es gibt einfach so viel zu tun in dem Spiel. Einfach so richtig mega viel und manches dauert halt länger, manches dauert kürzer. So, wo ist die denn jetzt wieder hin? Mensch, wo ist die denn jetzt? Jetzt ist die da hinten. Ach, da bist du. So, Savak. Ah, du bist es. Mein Mann ist der einzige Boy, der je gesagt hat, dass ich schön bin. Ich würde alles tun, um ihm ein Moldora-Herz zu besorgen, aber ich bin einfach nicht stark genug. Hier, für dich. Das ist ja ein Moldora-Herz. Kann ich das wirklich haben? Sag. Das ist das Einzige, was ich dir zum Dank geben kann. Bitte nimm es an. Boah, 300 Rubine. Voll geil. Dankeschön. Ich kann ihn retten. Schnüff. Und das Moldora-Herz. Geschafft. Supergeil. So, jetzt habe ich doch eigentlich alle Nebenaufgaben erfüllt. Das heißt, jetzt müsste ich doch eigentlich den Helm noch bekommen können hier von Riju. Wo haben wir es denn jetzt nochmal? Der Schatz der Gerudo. Seit Obosas Zeit wird der Donnerhelm von Generation zu Generation weitergereicht. Es wird nicht leicht sein, diesen Schatz zu bekommen, aber wenn du allen Leuten in der Stadt bei ihren Problemen hilfst, wollen sie dir den Donnerhelm zumindest ausleihen. Denn die eine von vorhin, das war ja eine Schreinquest, das hat damit nichts zu tun, aber Nebenaufgaben, das müsste doch jetzt hoffentlich alles gewesen sein. Ich habe Baretta gerettet, ich habe so ein Moldora-Herz besorgt, ich habe die Umweltsünderin bestraft und alles, also vielleicht... Habe ich jetzt schon alles geschafft? Ja, es sieht sogar danach aus. Mir ist nicht verborgen geblieben, was du für die Mitglieder meines Stammes getan hast. Als Könige danke ich dir. Sag. Hiermit bist du ein Ehrengerudo. Und als solchen vertraue ich dir mit Freuden unser heiliges Erbe an. Ja, wie geil ist das denn? Der Donnerhelm! Kein Blitzschaden! Heiliges Erbe des Gerudo-Stamms, der Helm leitet selbst die größten Stromschläge von seinem Träger ab. Nur die Königin der Gerudo kann seine Kraft nutzen. Du bist es, der den Donnerhelm tragen sollte. Keiner ist der Bosses Kraft so würdig wie du.
Yes, Sir, der Schatzsäcker wurde auch noch geschafft. Richtig super. Sieht zwar total bescheuert aus, das Ding, aber das ist doch völlig egal. Dafür, dass ich... Kein Blitzschaden! Das ist richtig super! Das ist, da können mich Elektrogegner, können mich mal kreuzweise, die können einpacken. Das ist mal ultra geil. Finde ich, ja, finde ich super. Oh, natürlich unbedingt Darmschleiber, sonst werfen die mich ja wieder raus. Leute, ich habe es geschafft, ich habe allen hier in Gerudo-Stadt geholfen, aber ich würde mich natürlich auch noch um diese eine Schreinquest da noch kümmern wollen, aber natürlich im nächsten Part. Schweigende Statuen. Siebenkriegerin war ja auch noch was anderes. Ich habe hier sogar noch... Naja, das ist noch Gerudo-Turm. Es gibt hier noch einige Schreinquests auch für mich. Ich sollte mich dann auch wieder mal darum kümmern. Wobei, das mit dem einsamen Baum wollte ich eigentlich als nächstes auch mal machen. Vielleicht machen wir erstmal das hier, dass wir mal wieder zu den Ohren gehen. Ein bisschen Abwechslung, wieder ein bisschen kältere Gefilde aussuchen. Aber alles weitere dann in den nächsten Parts von Breath of the Wild. Der Part ist jetzt lang geworden, aber ich habe viel geschafft. Schreibt doch mal eure Meinung zu diesen Moldoras in die Kommentare. Fandet ihr die auch so richtig krass heftig? Seid ihr auch so erschrocken wie ich, als ihr zum ersten Mal so ein Vieh begegnet seid? Also ich fand, das war schon eine ziemlich krasse Begegnung. Und das Vieh hat auch ganz schön was ausgehalten und hat auch ganz schön austeilen können. Aber wenigstens war ich so schlau und hab's fotografiert. Wie kann man nur so hässlich sein? Wahlähnliches Ungetüm, das kannst du laut sagen. Kann natürlich auch sein, dass man diese Moldora-Flossen und Herzen eventuell auch zum Kleidungverstecken von irgendetwas braucht. Das wäre auch ziemlich heftig. Aber egal. Wie gesagt, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!